Christine, Mitte 40, Alkoholikerin, ist zu Beginn des Stückes bereits tot. Sie stirbt in einem Supermarkt beim Griff ins Wodka-Regal. Sie erleidet eine Gehirnblutung und ist sofort tot. Christine tritt heraus aus ihrem Körper, analysiert ihren Tod, erzählt ihre Geschichte. Das Drama Am Ende Licht von Simon Stevens feiert am 5. März Premiere am Theater Pforzheim. Vordergründig handelt es sich um eine Familiengeschichte. Die ganze Familie ist über ganz Nordengland verstreut, die Kinder und der Mann. Und man sieht, was dann zeitgleich kurz vor ihrem Tod, während ihres Todes und nach ihrem Tod passiert und wie die Familie am Schluss wieder zusammenkommt. Zeitgleich und in 5 verschiedenen Städten ringen die Familienmitglieder mit ihren jeweils eigenen Problemen. Christines Tochter, die Lehrerin Jess, verliebt sich unerwartet in Michael, eine Barbekanntschaft. In genau diesem Moment trifft sich Christines Mann Bernard mit seiner langjährigen Geliebten in einem Hotel. Das wäre doch nett. Ich wünschte, du könntest dabei sein. Dr. Warren hat mich. Steven, Christines Sohn, hat panische Angst, sein Freund Andy könnte ihn verlassen. Ich schwöre noch ein Tutorium über Kartell und Aktien und ich mache einen auf Ash. Christines zweite Tochter Ash streitet mit ihrem Ex-Freund, einem Junkie, über den Unterhalt für ihr gemeinsames Kind. Und bei all diesen Begegnungen ist Christine irgendwie anwesend. Im Moment ihres Todes sind die Leben ihrer Angehörigen unsichtbar miteinander verbunden. Das alles zeitgleich, aber auf der Bühne eben doch versetzt, ist für das Ensemble anspruchsvoll. Das war schon eine Herausforderung, also diese Parallelitäten hinzukriegen und diese Familienbande dann auch, dieses unsichtbare Band der Familien, die sich da von einer Szene zur anderen spinnt, die dann parallel nebeneinander laufen und man hat das Gefühl, teilweise antworten die Geschwister aus der anderen Szene auf die Frage, die in der anderen Szene, das ist schon schwierig, weil man dann den Rhythmus der Partner auch mitspielen muss und sein eigenes Spiel an das anpassen, das heißt, es war eine ganz starke, schwierige Ensemblearbeit. Bitte warten! Der Dramatiker Simon Stevens betrachtet die Menschheit und ihre Belastbarkeit angesichts der Widrigkeiten des Lebens mit Optimismus. Also wir haben das Stück ja ausgewählt im Lockdown noch. Und uns war es wichtig, etwas zu finden, was zeigen kann, dass die Gesellschaft, wenn sie auch noch so vereinzelt war, die Chance hat, wieder zusammenzufinden und einen Neuanfang zu wagen. Und dass es mit Liebe und Zuhören und richtiger Kommunikation besser läuft. Ich hoffe, das nimmt jeder mit. Also es ist eigentlich nicht so negativ, das Stück, wie sich die Inhaltsangabe anhört, sondern es heißt ja Am Ende Licht. Diesen Hoffnungsschimmer wollen wir mitgeben.